jetzt mal kurz, also wie gesagt, wir fahren da nachher auch noch hin, machen damit. Aber erstmal haben wir jetzt ein, zwei Sachen zu machen. Und zwar auch als kleine neue Sammlung nochmal von Informationen für euch, die neu sind, zum Beispiel unsere Fernseh. Heißt also, was machen wir kurz? Wir beschäftigen uns jetzt mit dem Thema. Mit dem Thema. Naja, es geht steil nach oben. Tunk, steil nach oben. So, was brauchen wir? Wir wollen ja fischen. Wir fischen, also klar, ihr könnt jetzt reinspringen und könnt jetzt einen weißen Hai mit der Hand rausziehen. Ne? Das kann ich, aber das ist nicht das, was ich euch zeigen wollte. Ich will euch zeigen, wie man mit einem Boot angeln kann. Ne? Deswegen gehen wir jetzt hier Fischmarkt. Wir müssen uns Fischnetz kaufen. Wir kaufen uns einfach mal fünf Fischnetze. Kann ja mal sein, dass er kaputt geht, wenn man nämlich zu schnell fährt oder wenn man das falsch montiert oder wie auch immer. Oh, guck mal, hier Noah ist gestorben. Naja, passiert. Dann kann es passieren, dass man das kaputt macht. Muss mal schauen. Damals war das Schild nämlich noch da hinten. Hat er schon mal hier komisch geguckt, als ich hier war. Ich glaube, das ist doch der Putzer. Genau. So. Dann kann ich euch hier auch mal ruhig. Ja, okay, wir. Ich zeig euch hier geile Gummiboot. Dann war schon mal hier so ein paar Kicken aus. Ah ne, da ist noch was anderes drin. Dann nehmen wir die Kiste. Ist ja egal. So. Also. Was haben wir hier? Eins von den Einsteigerbooten, ne? Könnt ihr euch auch kaufen dann für ein paar Euro. Hiermit werden wir jetzt losfahren. Wir müssen rausfahren. Weil das Fischernetz können wir nicht. Das Fischernetz können wir nicht hier bei uns im Zentrum irgendwo nutzen. Das funktioniert nicht. Genau so. So. Wir fahren also jetzt erstmal raus. Wenn ich jetzt hier. Pass auf, machen wir mal. Dann machen wir den Motor aus. Wir bremsen mal runter. Also runterbremsen sieht man ja. Du siehst ja hier links oben. Man sieht links oben, die Geschwindigkeit ist jetzt bei 0. Wenn ich jetzt Motor ausmache, bin jetzt hier noch relativ viel. Möglicherweise geht das Fischen jetzt hier noch nicht. Genau. Du musst weiter aufs Meer hinausfahren. Steht jetzt oben rechts, könnt ihr jetzt nicht sehen. Weil wir halt das Overlay haben. Wir sind also zu dicht dran. Vielleicht liegt es auch an der Safe Zone oder einfach, weil wir zu dicht dran sind. In Kavala. Heißt also, wir fahren jetzt weiter raus. Soweit könnt ihr alles erkennen, oder? Ich habe ja Nachtsichtbrille auf, Nachtsichtvisier. Sollte gehen. Einzelschalt, wenn ihr alles erkennen könnt. Duffy, meine Frage: Hast du zufällig noch ein Gamut frei? Jetzt gerade nicht. Wenn ich fertig bin, ich mache gerade ein paar Erklärungen. Okay. Später. So. So, wir machen den Funk auch aus, dass wir darüber nicht gestört werden. Wir wollen ja hier gerade eine ruhige Erklärung machen, da wollen wir nicht volle Quatsch hören. So. Also, jetzt sind wir weiter rausgefahren. Gucken wir mal. Machen wir mal den Motor aus. Wieder runter auf 0. Jetzt bin ich auf minus 2, minus 1, auf 0. Motor aus. Jetzt ist der Motor aus. Jetzt werde ich gleich das Fischernetz reinschmeißen und dann muss ich versuchen, nicht schneller als 20 zu fahren. Ich glaube, irgendwo da ist die Grenze, irgendwie so bei 21 hatte ich mal in Erinnerung. So lange müssen wir dann Wetter sehen. Geht's los, wir fischen. Jetzt fahren wir los. Ich benutze immer nur die W-Taste und drücke immer nur die W-Taste so ein bisschen, dass ich so bei 16, 17, 18 bin. Das macht man jetzt eben, bis man nicht zu schnell wird. Man muss wirklich drauf achten. Ich zeige euch aber auch gleich, was passiert, wenn man zu schnell fährt. Im Endeffekt ist das jetzt wie Fischerei-Schleppnetz, ne? So ein bisschen. Müsst ihr euch jetzt vorstellen. Bei der nächsten Tour zeige ich euch, was passiert, wenn man zu schnell fährt und mit halt, dass ich euch das Abreißen mal zeige. Das ist halt für die Leute, die das noch nicht wissen.
Das machen wir natürlich auch nur einmal, ist ja klar. Na, logisch. Wollen wir ja nicht 100 Mal machen. Ich zeig euch das eben mal so. Gut. Motor aus. Also, was haben wir bekommen? Eine Tuna, Salema, Tuna, Makrele, Salema, Katzenhai. Und der Katzenhai und Tuna. Also Thunfisch, richtig, und Katzenhai. Der Katzenhai kam auch. Also ihr seht ja rechts oben. Die Liste ist natürlich noch viel länger, ne? Jetzt zeige ich euch auf der Rücktour. Zeige euch auf der Rücktour mal, wie die Sache aussieht. Jetzt drehen wir mal um. Jetzt zeige ich euch, was passiert, wenn man... Wenn man halt schnell fährt. So, wieder anhalten. Es funktioniert doch nur, wenn ihr steht. Dann Fische im Netz auswerfen. So. Da steht's ja auch. Das Netz wurde ausgeworfen. Versucht zu fahren maximal 20 km/h, um deine Ausbeute zu steigern. Wir fahren jetzt mal schneller. Wir machen 24, 25, 27. Vielleicht ist auch die Grenze. Ne, bei 28. Bei 27, 28 ist das Netz gerissen. Das Netz ist abgerissen. Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht... Wir können ja mal gucken. Wir machen mal wieder auf 0. Wir gucken mal, ob das Netz bei 24 auch reißt oder ob das jetzt... ob das Zufall ist dann. Wir fahren jetzt mal 24 und gucken mal, ob es da, ob es dann vielleicht sogar noch mehr Inhalt gibt. Mal schauen. Ich fahre mal 24. Einfach mal, um zu gucken. In der Erklärung stand maximal 28. Maximal 20, vielleicht ist das auch mit. Vielleicht bringt auch 24 zu fahren, so ja. Abgerissen war es gerade bei 27, 28. So wie es aussieht, haben wir Glück, dass es geht. Mal gucken, ob die Ausbeute höher wird. Also wahrscheinlich kann man so ja 25 fahren, eine Mannschaft. Also wie gesagt, Leute, wir angeln jetzt hier gerade. Also wir fischen, das ist ja schon mehr Fischen und die angeln. So. Das ist halt das Fischen mit Fischernetz. Du hast folgende, also ich bin 25 gefahren und habe nur 3 Sachen bekommen. Also für euch als Erklärung, haltet euch an die 20 km/h. Und ihr habt gesehen, da haben wir so viel bekommen. Ne? Also einfach an die 20 km/h halten. Wenn ihr also zu schnell fahrt, dann kommen die aus dem Netz wieder raus. Oder gehen sie wieder raus, beziehungsweise gehen gar nicht rein. Also haltet euch an die 20 km/h. Jetzt fahren wir zurück. Zurück zum Bootshop, zum Fischmarkt. Naja, ist doch egal, Bäder. Entweder gehst du das Risiko ein, Bäder, dass du dich halt woanders hinstellst. Ne? So, die Geschichte. Jetzt müssen wir das Fahrzeug mal ein bisschen weiter wegfahren. Wobei, dadurch, dass das ja gemietet ist, könnte man das normalerweise ja nicht einpacken. Eigentlich müsste ihr das da hinten einpacken. Mal gucken. Siehst du? Er erkennt, dass der Mietwagen hier steht. Das ist halt, was ich gerade meinte. Das ist jetzt eben die Entfernung. Ne? Das heißt also, ich muss aber trotzdem mal das einpacken, weil ich sonst das Problem habe mit dem Thema mit den 5 Fahrzeugen, ne, die man draußen haben darf. So. Wenn er Fragen habt, stellt er natürlich nebenbei, ist ja klar. So, jetzt haben wir das Boot eingepackt, da ist er weg. Jetzt fahren wir zurück. Und... Na, Quatsch, wir wollen ja noch unser Zeug verkaufen. Also, der nächste Schritt, wir verkaufen es am Fischmarkt. Heißt also, hier gehen wir ran. Hier ist der Fischmarkt, da wo wir das Fischernetz gekauft haben. Hier verkaufen wir erstmal die Fischernetze, weil die brauche ich jetzt ja nicht mehr. Und dann verkaufen wir jetzt hier. Hier oben rechts seht ihr jetzt nicht, ne? Da kriegt ihr das entsprechende Geld. Salema, Thunfisch, Katzenhai, entsprechend alles Kohle. Ne? Und der Vorteil jetzt an den Fischen ist halt, dass die Fische gut Geld bringen, dass sie einen festen Preis haben. Da lohnt sich ja, da würde euch dann, wenn ihr so ja 20 km/h fahrt mit den Fischen, das habt ihr ja gesehen,
Da bekommt er entsprechend viele Sachen natürlich, ne? So. Damit haben wir erstmal das Thema Fischen, Angeln, Fischen abgeschlossen. Jetzt machen wir gleich weiter. Jetzt beschäftigen wir uns gleich mal mit einer Tipps und Tricks Anleitung aus dem Forum. Ne? Ich poste euch jetzt doch